Ja, es scheint mit Audio alles zu funktionieren. Oh, es Sehr wird auf jeden kompliziert. Fall viel zu kompliziert werden, dass ich mich da durchspiele mit zwei Bildschirmen so. Also, ich habe nicht große Hoffnung, dass meine Chancen hier gut liegen. Und es ist die Frage, ob ich dann Fallout New Vegas auch doch nicht nochmal in Englisch probieren will. Oder ob ich einfach alles in Deutsch jetzt spiele. Das könnte ich natürlich auch machen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das hat mir jetzt alles meine Pläne ein bisschen ruiniert. Und wir sind ja noch immer eigentlich im Intro. Nichts Neues. Aus Oh, kann dem ich Weg, ihr Steinbeck stillen? tunnelschlangen Schlangen! Sehr gut. Ich Alles habe meins eine schon. richtige Clipboard, her Tunnelschlange damit. Ich gefunden. würde mir dann wahrscheinlich auch irgendwann mal die Sitzposition dann umhaken. Mit Richtung meinem Sichtbutsch. Office-Stuhl herbringen, dass ich besser auf dem fetten Bildschirm da schauen kann. Besser Abstand halten. Könnte ansteckend sein. Gib's ihr, Butch. Zeig's ihr, Ich mache mir Butch. ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, Jonas kann sich das bald mal ansehen. Sie ist ein Nichtsbutch. Und ich Gib muss mir einfach meine nur meine Ruhe. Lautstärke am fetten Bildschirm einstellen, Denkst du, du damit bist ich was ein bisschen was höre. Besonderes? Bloß weil dein Papa der Aufseher ist? Weil nicht überall Subtitles sind und ich dem Spiel auch gar nicht Papas einstellen kann Mädchen, anscheinend. Papas Mädchen. Und Gib's Radio habe ihr, ich nun mal auf Butch. ganz leise gestellt, also vielleicht habe ich da einfach keine Probleme damit. Was ist jetzt schon Lass wieder? uns in den Lagerraum gehen, Amata. Sorry, Damit alles Bro. Spaß macht. Sie denkt, sie ist Naja. was Besseres als wir. Schaff mir diese Idioten vom Was Hals. los? Papas Mädchen wird doch wohl nicht heulen. Regel Blöde selber. Tunnelschlangen, kindliche Arschlöcher, wenn du mich fragst. Warum lassen sie mich nicht in Ruhe? Es ist doch nicht meine Schuld, dass mein Vater Aufseher ist. Mir ist ihre blöde Gang völlig wurscht. Kannst du mit ihnen reden? Vielleicht hört Butch auf dich. Bitte. Meine Kämpfe allein austragen? Klar doch. Drei gegen einen ist fair. Was ist denn in dich gefahren? Ich dachte, wir wären Freunde. Tja, falsch gedacht. Es hat sich herausgestellt, dass du genauso ein Arsch bist wie diese Idioten. Zeig's ihr, Butch. Hilfe! Sehe ich aus, als ob ich Lust zum Plaudern habe, Nasenbluten? Wie jetzt? Willst du noch mal eine drauf haben? Da hast du vollkommen recht. Geh artig weiter. Vielleicht hast du Glück und wir rücken dir nicht als nächstes auf die Pelle. Misch dich nicht in die Angelegenheiten der Tunnelschlangen. Ich kann dir mal eine richtige. Die Tunnelschlangen sind die größten. Natürlich. Nicht, dass ich wüsste. Butch sagt, diese kleine Tussi petzt bei ihrem Papa über uns Tunnelschlangen. Das geht einfach nicht. Weil wir die Tunnelschlangen sind und das Sagen haben. Das geht dich gar nichts an. Weil Butch es so will. Und was Butch sagt, ist uns Befehl. Die Tunnelschlangen sind die größten. Weil er mein Kumpel ist. Mein Bruder. Alle Tunnelschlangen sind Brüder. Von Geburt an bis zum Tod. Vom Mutterleib bis ins Grab. Größtenteils, weil die Tunnelschlangen das Sagen haben. Genau. Und wir haben hier das Sagen. Niemand legt sich mit den Tunnelschlangen an. Oder er kriegt's mit Butch zu tun. Und Wally. Sie sollte man besser nicht anpissen. Glaub mir. Viel später. Es leben die Tunnelschlangen. Irgendwie will ich Papas jetzt doch Mädchen, probieren. Papas Mädchen, was gibt's Neues? leg dich nicht mit den Tunnelschlangen an. Was? Reißt du etwa die Klappe auf? Jeder kennt die Tunnelschlangen. In dieser Welt haben wir das Sagen und wir lassen uns von niemandem Scheiß gefallen. Weder von dir, ihr, deinem Papa, noch dem Aufseher. Kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Das ist eine Angelegenheit der Tunnelschlangen. Ich und Butch haben mit dieser Tussi nur ein bisschen Spaß. Ich folge niemandem. Wally Mac hat seinen eigenen Kopf und die Tunnelschlangen sind meine Familie. Wieso? Du denkst, Butch hat hier das Sagen? Glauben das auch andere Leute? Das ist nämlich ein Haufen Scheiße, wenn das so ist. Was? Was für eine Scheiße ist das denn? Niemand redet so über Wally Mac. Er ist nicht mein Boss. Niemand ist mein Boss. Ich hau ab. Wir sind Ach, fertig hier. Unsere Heizung macht mal wieder Fertig? Probleme.
Nichts ist fertig hier. Ich sage, wenn wir fertig sind. Keine Ahnung, wer dich zum Chef ernannt hat, aber ich sage, wir sind fertig hier. Gehen wir, Paul. Bist du sicher? Butch? Nun, ich hoffe, sie funktioniert bald wieder. Was immer du sagst, Wally. Es leben die Tunnelschlangen. Na gut, gehen wir. Wollen wir nach dem Unterricht sowieso. Das ist noch nicht das Ende. Viel Glück beim GOAT. Mit dir bin ich auch noch nicht fertig, Knalltüte. Das ist noch nicht endlich in diesem Spiel. Ah ja. Und jetzt sind es 1-1. Rache ist süß. Ja. Okay, Butch, ist das egal. Nein. Ach, verdammt. Jetzt da. Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher. Ach. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Nein, wegen was anderem. Ich bin mir sicher, es gibt ein Amatas-Gefolge. Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT? Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Mhm. Ah. Hör mal, ich mag deinen Papa. Ich würde sogar dich mögen, wenn ich nicht dein Lehrer wäre. Also, ich werde Folgendes tun. Wenn du den Test nicht machen willst, sag mir einfach, wie er ausfallen soll, und ich kümmere mich darum. Nein, wir machen den Test. Wir machen den Test. Schön für dich. Mach dir keine Sorgen. Du wirst es gut machen. Sobald alle ihre Plätze gefunden haben, beginnen wir. Sie wollen doch sicher nicht die erste Klasse der Geschichte sein, die am GOAT jämmerlich gescheitert ist, oder? Ich meine, das schummelt wahrscheinlich noch hinter mir. Auf wen warten wir? Wir können beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Amanda. Amanda. Amata. Verdammt, setz dich hin. Geh mir aus den Augen. Ah. Nun, jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Oh. Ach ja, danke, gleichfalls, Kumpel. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Shotgun-Medizin. Shotgun. Nee, Shotgun. Ah, okay. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Shotgun-Medizin. Ja. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Ich habe damals lieber Fußball. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Nee. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor?
Haarklammer. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Schotgun-Medizin, wie immer. Naja, da ist er. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognak der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Waffe. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Das ist alles grauenhaft. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermassen. Oh, das dauert aber lange, Sie bis ich zu meinem des Tages frei, um zu feiern oder Teil komme. Je nach persönlicher Lage. Und da ich nicht speichern kann, es geht einfach nicht. Aus den Augen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit automatisch speichern oder was. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Miss Almodovar. Mal sehen. Ausgezeichnet. Ich denke, für Sie steht eine Karriere als Aufseher an. Danke. Bis morgen dann. Ich habe Wichtigeres zu tun. Was für eine Überraschung. Sie unterrichten. Ich bin fertig. Ah, Butch. Darf ich zugeben, dass ich diesen Tag schon lange herbeigesehnt habe? Erlauben Sie mir, diesen Moment auszukosten. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Wirklich? Interessant. Sie haben mich überrascht, Butch. Ich dachte nicht, dass Sie das Zeug dazu haben. Friseur, wer hätte das gedacht? Sie reden doch nur Müll. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin fertig, Mr. Brodsch. Glaube ich jedenfalls. Oh, Moment bitte. Kann ich es noch mal kurz haben? Ich glaube, ich muss eine meiner Antworten ändern. Beruhigen Sie sich, Paul. Ich bin mir sicher, dass Sie nichts zu befürchten haben. Dann schauen wir mal. Aha, wie ich mir gedacht habe. Techniker. Glückwunsch, Mr. Hernan. Sie haben den GOAT bestanden. Oh Mann! Das ist echt nicht schlecht. Techniker, astrein. Schlangen leben für immer. Guten Abend. Mutter kann es kaum erwarten zu hören, ob ich nun Wissenschaft oder Ökotropologie studiere. Wissenschaft? Nun, vielleicht. Dann wollen wir mal sehen, was der GOAT dazu zu sagen hat. Sieh mal einer an. Die Wartungsabteilung. Ich hoffe, Ihre Mutter freut sich. Stanley ganz bestimmt. Hallo. Tschüss. Alles ja, fertig. Susi. Guten Abend. Momentan ignoriere ich dich und das ist auch gut so. Glaub mir. Alles fertig? Ich bin fertig hier. Wollen Sie nicht wissen, was bei Ihrem Test rausgekommen ist? Nee, ich weiß schon, was draufsteht. Man braucht kein Genie zu sein, um diesen Witz von einem Test zu knacken. Ha,
Ich frage mich, wer wohl den Mut haben wird, erster Kunde bei Ihnen als Tattoo-Künstler der Vault zu sein. Ich mit Sicherheit nicht. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Ja, es ist erfrischend, so viel jugendlichen Enthusiasmus zu sehen. Gut zu wissen, dass der GOAT seine Sache hin und wieder mal richtig macht. Mhm. Man weiß ja, was über Affen und Schreibmaschinen gesagt wird. Nun, ich freue mich, dass für Sie alles so gut gelaufen ist. Ich hoffe, dass Ihre Klassenkameraden Ihre Ergebnisse nur halb so befriedigend finden. Okay. Nahkampf, kleine Waffen, waffenlos. Waffenlos brauchen wir nicht. Danke. Reparieren. Was brauchen wir? Sprengstoff brauchen wir ein bisschen was. Das kriegen wir schon auf 25. Oh, ich weiß nicht, was ich kriegen werde. Dietrich, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube, ich wähle den Aufseher für die letzte Frage. Was hast du gewählt? Mich selber. Schlangen leben für immer. Du schon wieder? Habe ich dir nicht schon was, was ist Sachen los, Schwächling? Gesagt? Also gut, noch wir einmal. Sehen uns dann morgen. Ich rede nicht mit Nerds. Also was machst du jetzt? Was du schon auf mit Fischmal wie dein Vater? Aufwachen! Los, aufwachen! Ich werde nicht ewig da sein, um deine Hand zu halten. Na los, du musst endlich aufwachen. Nein, du musst jetzt aufstehen! Sofort! Wenn die Leute meines Vaters dich hier finden, weiß ich nicht, was mit dir passieren wird! Das ist hier kein dummer Scherz! Dein Vater hat irgendwie die Vault verlassen und jetzt ist mein Vater völlig ausgerastet! Jonas ist tot! Also hörst du mir mal besser zu und beeilst dich, wenn du nicht auch so enden willst wie er! Habe ich jetzt endlich deine Aufmerksamkeit, ja? Jonas ist übrigens tot. Er hat deinem Vater zur Flucht verholfen und sie haben ihn dafür getötet. Und nun lass uns verdammt nochmal dafür sorgen, dass du hier lebend rauskommst. Ach, jetzt vertraust du mir nicht mehr. Denkst du, es war einfach für mich hierher zu kommen? Mit all den Red-Kakerlaken und den Sicherheitsleuten? Dein Selbsterhaltungssinn ist immer gut bei der Sache. Zum Glück habe ich einen Plan. Ich kann dir helfen, deinen Papa zu folgen und die Vault zu verlassen. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Das werde ich dir wahrscheinlich. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. Habe ich Hotkeys? Just Hotter Amatas. Waffen, 10mm, Hotkey, R2. Oben das der. Hilfe, Steampacks. Ach, Klammern haben wir schon. Ich werde dich an der Vault-Tür treffen, wenn ich kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht lange überleben werde. Ich schaue sogar nur auf den falschen Bildschirm. Oh boy. Das kann nichts auf der Playstation. Oh, ich gehe wieder schlafen. Oh. Ich will doch nur schlafen. Okay. Baseballschläger auf diese Seite. Luftgewehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das viel Schaden macht. Vielleicht gegen Kakerlaken. Baseballschläger. Verdammt, ich muss mich an die Tasten gewöhnen. Oben Taste. Hier. Meister, bleiben Sie sofort stehen! Geht! Noch mehr Kakerlaken! Macht Spaß? Machen Sie mir das ab!
Blut! Ich will den Dieb nicht erwischen. Ich schaffe den falschen Bildschirm die ganze Zeit. No. Okay, wie viel Leben hast du, Typ? Oh, er ist nicht freundlich. Los geht's! Ich wurde getroffen! Ja, das wurdest du. Blut! Kann ich nicht mal zeigen, dass ich auf der ältesten Schwierigkeitsstufe spiele. Da schon meine Frisur. Gut aus. Gut aus. Ich schau noch immer auf den falschen Bildschirm, das wird mich töten. Okay, was haben wir hier? Polizeiknüppel. Her damit, das ist die bessere Rüstung. Das weiß ich jetzt schon. Yep. Salatenfleisch. Ich schaue auf den falschen Bildschirm einfach. Das hilft nichts. Ich kann meinen fetten Bildschirm fast ausschalten. Oh, ich werde das ganze Playthrough nur rehren, dass ich es nicht geschafft habe. Das Spiel auf dem PC laufen zu bekommen. Und dann auf einen schnellen Tod hoffen und sich dann in der Zukunft nochmal probieren, das Spiel auf dem PC zum Laufen zu bekommen. Sie müssen mir helfen! Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen! Ja, ich bitte dich. Na und? Hör zu, tut mir leid, wie ich dich behandelt habe. Aber du weißt doch, dass ich es nicht ernst gemeint habe, oder? Aber es ist doch meine Mom. Du kannst sie doch nicht einfach da drin bei den Red-Kakerlaken lassen. Nein, bitte. Ich tu alles. Du kannst den Tunnelschlangen beitreten. Ich bin dein bester Freund für immer. Du musst ihr helfen. Ich habe sogar die Sprache dafür. Nein. Nein, ich gehe da nicht wieder rein. Ich kann einfach nicht. Du bist echt ein Schwein, weißt du das? Ich hasse dich, du verdammter Feigling. Ich, verdammter Feigling. Wo da bist drüben. Du? Officer Campbell! Hau drauf! Ich zoomen. Fuzzi, helfen Sie mir! Hey! Er ist gleich da drüben! Los, schnell! Au, das tut weh! Au, das tut weh! Ich hab ihn gefunden! Hier lang! Ah, Butch. Au, das tut weh! Uff! Was für ein Schlag! Was ist los? Ich dachte, da komme ich rein. Ups. Ja, damit. Was ist los? Was ist los? Au, das tut weh. Dann wehre dich doch. Helfen Sie mir. Hey, aufhören. Ich hole Hilfe! Nicht wegrennen. Das wird mich nur mehr auf dich hetzen. Das war nicht so nett. Das war nicht so nett. Ah! Wo rennst du hin? Sie lebt noch, verdammt. Ich hole Hilfe! Ich brauche die Erfahrung. Verdammt, hat die Frau Leben. Die hätte doch gar keine Hilfe gebraucht. Wodka, natürlich. Oh, und rausgezogen.
Wo war ich gerade? Hier war ich. Jetzt schaue ich doch wieder auf den großen Bildschirm. Irgendwo gibt es einen Raum, der ganz gefährlich ist. Wow. Meine Aufnahme ist so hell gerade, da brauche ich eigentlich fast gar nichts dazu. Ist das ein Bleistift? Nee, danke. Hier spricht der Aufseher. Nö. Alle Bewohner der Vault 101 werden hiermit aufgefordert, sich in ihre Quartiere zurückzuziehen. Wodka. Ja, ich brauche mir das. Ich brauche definitiv meinen anderen Sessel, damit ich ein bisschen über den PC schauen kann. Damit ich dann auch nicht so blöd herumstehe, Polizeiknüpfel. Schaden 9, Schaden 6. Das wäre alles. Verdammt. Letzter. Versteckt. Dafür nehmen wir Sprengmesser. Verdammt. Die Button-Kombis. Etwas Interessantes hier. Schaut nicht so aus. Zu looten das Teil. Nein, Oma. Hier spricht der Aufseher. Keine Musik in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe ein Radio ganz leise gestellt, also sollte es kein Problem sein für mich. Theoretisch. Ich kann noch immer nicht schnell speichern, oder? Verdammt, was ist. Das gibt's ja nicht, dass das einfach nicht funktioniert hier. Spiel durchsuchen. Was soll das heißen? Ah. Kein Zugang, kein Zugang. Kakerlaken. Kakerlaken. Los geht's. Oh, verdammt. So, das wär's. Eine Schweinerei. Hallo, Officer Gomez. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ich weiß nicht, was sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich sie nie gesehen. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Officer Mack ist völlig ausgerastet. Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Wie viel Leben hast du noch? Oh, so viel. Und der Roboter? Ach, noch mehr. Ich fürchte, sie haben... Diese dreckigen Kakerlaken haben meinen Schaltkreisen ganz schön... Sie sind derjenige, nach dem alle suchen, nicht wahr? Haben meinen Schaltkreisen ganz schön das war ganz schön eng. Ich weiß nicht genau, wie ich helfen... Ich weiß nicht genau, wie ich helfen könnte. Oh, Water Fountain. Ganz wichtig. Okay, hier haben wir nichts, verdammt. Schreibtisch, nein. Ich dachte, ich kann einen Schreibtisch looten. Oh, ich will das Game so gern mit Mod spielen. Sie sollten nicht allein hier unten rumlaufen, hier ist es nämlich nicht sicher. No shit. Könnte ich da nicht rein lockpicken irgendwann mal? Mist. Halten Sie einfach still. Der linke Stabilisator hat sich durch einen Schlag gelockert. Ich halte still. Es sind Ihre alten zittrigen Hände, die wackeln. Wenn Sie sich weiter so drehen, werde ich noch Ihr Gehäuse beschädigen. Geben Sie nicht mir die Schuld an Ihrer eigenen Unfähigkeit. Ich weiß noch, dass George ganz behutsame Hände hatte. Das waren noch Tage. Wir sollten einfach in unsere Quartiere zurückkehren. Dann haben wir hier Mary und Tom. Okay, ich mache eine Pause. Seien Sie vorsichtig.
Vielleicht Start drücken. Beide sterben. Von meinem Pip-Boy aktivieren. Das ist wie eine Pause. 30 Minuten. Ich ziele die 30 Minuten Marke an. Und dann schaue ich, ob das überhaupt alles gespeichert wird. Sonst kann ich die Franchise gleich wieder vergessen. Ist kein guter Start für die Fallout Permadeath Franchise. Läuft gar nicht nach Plan. Nichts davon.